Nachdem ich auf diesem Kanal ja bereits über EverDrive-Module zu diversen Nintendo-Systemen gesprochen habe, möchte ich in diesem Video über das Turbo EverDrive sprechen und euch das Flash-Modul von Krix für die PC Engine bzw. das TurboGrafx 16 näher vorstellen. Ich kann aber nicht über das Flash-Modul hier sprechen, ohne auch über die Konsole an sich zu reden, denn ich kann mir vorstellen, dass das PC Engine bzw. TurboGrafx 16 hierzulande recht unbekannt ist. Wir gucken uns heute also ein wenig die Konsole an, gucken uns das EverDrive an und dann sprechen wir über das Allerwichtigste, nämlich die Spiele. Also lasst uns loslegen. Das hier ist also die PC Engine. Das ist die Core Graphics 2. Das ist meine Variante. Es gibt von der PC Engine viele verschiedene Varianten, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Und die PC Engine erschien 1987 in Japan, sollte mit dem Famicom und Segas Mark III konkurrieren, den wir hierzulande als Master System kennengelernt haben. Und entwickelt wurde die PC Engine in einer Zusammenarbeit zwischen NEC, einem japanischen Software-Giganten, und Hudson. Hudson ist ja der Software-Entwickler gewesen, der zum Beispiel auch die Bomberman-Spiele oder Mario Party gemacht hat auf dem N64. Und die PC Engine war eigentlich eine 8-Bit-Konsole, hatte also eine 8-Bit-CPU, genauso wie eben das NES zum Beispiel. Aber das Besondere an der PC Engine war seine 16-Bit-Grafikeinheit. Das heißt, der Grafikprozessor in dieser Maschine hatte 16-Bit und dementsprechend konnte die PC Engine Spiele darstellen in einer Grafikpracht, die für 1987 einfach unvorstellbar war. Die Spiele darauf sahen deutlich besser aus als zum Beispiel Nintendo-Spiele oder Sega-Spiele zu dem Zeitpunkt. Und das hat der Konsole vor allem in Japan einen riesen Erfolg beschert. 1987 und 88, also ein Jahr nachdem das Ding auf dem Markt war, hatte es einen 50%igen Marktanteil in Japan und hat sich sogar besser verkauft als der Famicom von Nintendo. Richtig geiles Ding. Die PC Engine ist dann 1989, glaube ich, in die USA gekommen als TurboGrafx 16. Da floppte die Konsole aber, weil die Konsole, die Spiele und auch die Mentalität von Hudson und NEC hinter der Konsole, die war halt sehr japanisch. Es gab sehr viele Japano-Spiele, es gab sehr viele Shooter, die damals in Japan einfach durch die Decke gingen und all das zog in den USA nicht so richtig, deshalb floppte der TurboGrafx 16 damals. Und es gab Pläne, die PC Engine bzw. das TurboGrafx 16 auch in Europa zu veröffentlichen. Es ist auch in sehr kleiner Stückzahl veröffentlicht worden, wie verschiedene Quellen sagen, zum Beispiel in Spanien, in Frankreich und Großbritannien. Aber das Ding war gefühlt ein paar Tage auf dem Markt bei uns und dann ist es schon wieder verschwunden, weil NEC sich entschlossen hatte, das in Europa nicht zu vertreiben. Und aus diesem Grund sind diese europäischen Modelle sehr selten. Ich mag aber die japanische Variante, weil die einfach so unfassbar handlich und so klein ist. Schaut euch mal an, wie groß die Konsole ist. Das ist mein Nintendo Switch Pro Controller und ihr seht, die PC Engine ist nicht viel größer als der Controller selber. Richtig geiles Ding und es gab verschiedene Varianten. Die erste PC Engine, die war weiß. Dann gab es die PC Engine Core Graphx, das war die erste Variante dann das, und dann gab es die Core Graphx 2. Der Unterschied zwischen der PC Engine und der Core Graphx 1 war außer der Farbe einfach, dass hier an der Seite bei der PC Engine bei der ersten noch ein Antennenanschluss, also ein RF-Ausgang vorhanden war und der ist dann bei dem Core Graphx gegen einen AV-Ausgang getauscht worden und die Core Graphx 2 hat einfach noch einen neuen Anstrich bekommen, neues Logo, neue Farbe und ansonsten ist der Composite-Eingang oder Ausgang hier geblieben. Der ist bei meinem Gerät inzwischen modifiziert worden. Ich habe das Gerät nämlich auf RGB modden lassen von einem Community-Mitglied, nämlich dem Bamboo Shadow. Der hat dann damals ja auch schon mein N64 für mich gemoddet. Der Typ ist super klasse, macht super faire Preise und wenn ihr eure Konsolen auf RGB modden lassen wollt, dann guckt definitiv beim Bamboo Shadow vorbei. Ich lasse einen Link auf seine Homepage in der Videobeschreibung für euch da. Ja, und für mich war die PC Engine immer eine Kuriosität. Es war halt etwas sehr Exotisches, aber ich wollte so ein Ding schon immer mal besitzen, weil ich die Spiele darauf einfach extrem
gut finde. Wir hier in Europa haben PC Engine Spiele erst 2007 kennengelernt, als die PC Engine nämlich in die Virtual Console der Wii kam. Aber für mich war klar, ich bin einer, ich spiele sehr gerne auf Original Hardware und dementsprechend musste irgendwann auch die Konsole her. Ihr seht, es gibt einen Controller-Anschluss, der ist hier vorne. Ihr könnt also auch nur, meine Kamera wackelt jetzt, entschuldigt. Ihr könnt also auch nur einen Controller anschließen. Wenn ihr zu zweit oder zu zwei, dritt oder viert spielen wollt, braucht ihr ein Multitap, das hier angeschlossen wird. Ich habe leider kein Multitap da, deshalb auch nur einen Controller. Und auch dieser erinnert extrem an den Famicom-Controller. Ne? Steuerkreuz, Select, Start, Run hier genannt und eben zwei Knöpfe und hier ein paar Turbo-Buttons, die aber auch erst mit dem Core Graphics dazu gekommen sind. Die Original PC Engine hatte diese Turbo-Dinger hier nicht. Und der Controller wird hier dann angeschlossen. Es gibt, wie gesagt, hier den AV-Ausgang. Meiner ist jetzt auf RGB gemoddet, wie gesagt. Hier ist dann im Endeffekt der Stromanschluss und die PC Engine hatte hier einen Port. Ihr seht, da konnte man nämlich diverse Dinge anschließen, unter anderem zum Beispiel eine Speichererweiterung. Ich habe so ein Ding sogar da, kann ich euch zeigen. Diese Speichererweiterung ermöglichte es dann zum Beispiel PC Engine Spiele auch abzuspeichern. Einfach hier anschließen und fertig. Musste man sich damals aber dazu kaufen. So, es gab auch ein CD-Add-on, denn ein Jahr später, 1988, veröffentlichte NEC ein CD-Add-on da drauf. Und zwar das erste CD-Add-on in der Videospielgeschichte, das CD-ROM. Und die Spielebibliothek der PC Engine umfasst 678 Spiele und mehr als die Hälfte davon waren auf CD erschienen. Also wenn ihr die komplette Bibliothek, sage ich mal, auf Original-Hardware spielen wollt, dann braucht ihr definitiv auch das CD-Add-on. Aber man muss dazu sagen, mehr als 80% aller PC Engine Spiele sind auch in Japan geblieben, weil das Ding im Westen einfach gefloppt ist. In den USA gab es für das TurboGrafx 16 eigentlich nur 94 Spiele. Auf HuCard, das ist eben dieser Datenträger, den zeige ich euch gleich, erschienen aber mehr als 370. So, und das hier ist, wie gesagt, der Datenträger. Es gab keine, ich sag mal, traditionellen Module, wie man sie von Sega oder Nintendo kennt, sondern eben dieses kreditkartengroße Modulformat in Form der HuCard. Und diese Technologie wollte Hudson damals an Nintendo verkaufen. Nintendo hat damals aber abgelehnt, weil die an ihrem Modulformat festgehalten haben. Und daraufhin hat Hudson eben einen Partner gesucht, hat ihn in NEC gefunden und entstanden ist eben aus dieser Zusammenarbeit die PC Engine. Und ich finde einfach das Format so mega geil. Das ist eben ein komplettes Spiel und für mich war, als ich von der PC Engine erfahren habe, damals vor Jahren unfassbar, dass auf so einem kleinen Kärtchen ein ganzes Spiel stecken soll. Die HuCard steckt ihr hier ein, in die Konsole, zack, und dann, wenn ihr den Powerschalter umlegt, zack, dann könnt ihr das Spiel spielen. So, das ist also die PC Engine. Ich wollte schon immer eine haben, weil ich ein sehr großer Fan davon bin, auf Original Hardware zu spielen. Das Problem ist aber, dass die Spiele für die PC Engine extrem teuer sind. Sehr, sehr teuer, sehr, sehr selten. Vor allem US-amerikanische Spiele, weil, wie gesagt, davon gab es nur 94 Stück, weil die Konsole gefloppt ist. Aber dafür gibt es ja das EverDrive und da komme ich jetzt zu. Das ist das EverDrive von Krix. Es funktioniert eigentlich genauso wie andere EverDrives auch. Bedeutet, ihr habt hier einen SD-Karten-Slot, da packt ihr eure ROMs drauf, steckt die SD-Karte hier rein und schon kann es losgehen, indem ihr dann das EverDrive in den HuCard-Slot der Konsole steckt. Fertig. Funktioniert genauso wie das EverDrive 64, wie der Super EverDrive, wie das FX Pack Pro und alles andere, was man von Krix so kennt. Man hat aber hier ein paar Besonderheiten, auf die ich eingehen möchte. Zum einen haben wir hier einen Reset-Button, wie ihr seht. Das ist dieser hier. Ihr könnt leider nicht aus dem Spiel ins EverDrive-Menü gehen. Das funktioniert leider nicht. Dafür müsst ihr also aufstehen und hier auf diesen Button drücken. Dann gelangt ihr zurück in das EverDrive-Menü und könnt ein neues Spiel auswählen. Und die zweite Besonderheit ist hier der Region-Switch. Ich hoffe, meine Kamera fokussiert. Der sitzt nämlich da oben. So, seht ihr? Meiner steht jetzt auf PCE und es gibt noch die Variante TG16. Das ist ganz easy. Hier könnt ihr nämlich entscheiden, auf welcher Konsole ihr dieses EverDrive bedienen wollt. Meins ist eine japanische Konsole, deshalb also PCE. Hätte ich jetzt ein TurboGrafx 16, müsste ich den Schalter hier also umswitchen auf TG16. Das Coole bei dem EverDrive, wie bei allen anderen EverDrives, ist natürlich, dass es region-free ist. Ihr könnt also auf einer Konsole, wie meiner jetzt hier, die
die japanisch ist, auch US-amerikanische Spiele spielen und vice versa. Das Schöne oder das Wichtige ist, wenn ihr Original PC Engine oder TurboGrafx Spiele sammeln wollt, dann müsst ihr aufpassen, denn die Konsole ist region locked. Also japanische U-Cards wie Momotaro Densetsu 2 hier funktionieren nicht auf einem TurboGrafx 16. Genauso gut funktionieren amerikanische TurboGrafx 16 Spiele nicht auf einem japanischen Gerät. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, Everdrive ist schön und gut, ich bevorzuge aber Originalmodule, dann habt ihr Glück, denn der Sponsor dieses Videos, RetroPlays, bietet euch genau das. RetroPlays ist ein Marktplatz, wo ihr verschiedene Videospiele kaufen könnt, und RetroPlays bietet auch einen Haufen von PC Engine und TurboGrafx 16 Spielen. Schaut einfach mal gerne auf RetroPlays vorbei, ich bin sicher, ihr werdet da als TurboGrafx 16 oder PC Engine Besitzer fündig. Ja, und jetzt kommen wir zu dem, was eben das Allerwichtigste ist bei der Geschichte hier, nämlich die Videospiele. Habt ihr euch für ein Spiel im Everdrive-Menü entschieden, könnt ihr dieses auswählen und per Knopfdruck ganz bequem starten, wie bei jedem anderen Everdrive auch. Es wird sofort ins Spiel geladen und ihr könnt loslegen. Und wie bereits gesagt, ist die PC Engine eine 8-Bit-Maschine, besitzt aber einen 16-Bit-Grafikprozessor, was bedeutet, dass Spiele für damalige Verhältnisse einfach nur fantastisch aussahen und von der Qualität eher den Super Nintendo oder den Mega Drive bzw. Genesis Spielen gleichen. Das Schöne bei der PC Engine ist, dass ihr da wirklich Spiele bekommt, die es nur auf dieser Plattform gibt. Spiele wie Legendary X sind PC Engine exklusiv und zeigen ganz deutlich, zu was der kleine Kasten imstande war. Ich habe mich in den vergangenen Tagen mit der Konsole auseinandergesetzt und dank des hervorragenden RGB-Mods von Bamboo Shadow konnte ich die PC Engine ganz bequem mit meinem RetroTINK X5 verbinden und so ein extrem schönes RGB-Signal aus der Kiste ziehen, wie ihr hier sicherlich am Gameplay seht. Seid ihr Fan von Shoot'em'ups, ist die PC Engine genau euer Ding. Es erschienen nämlich 117 verschiedene Shoot'em'ups für die Konsole, unter anderem das grandiose Airsong oder auch sowas wie Star Soldier oder Soldier Blade. Grundsätzlich haben auch andere Third-Party-Publisher aus Japan ihre Spiele auf die PC Engine gebracht, aber nicht in dem Volumen wie zum Beispiel auf den viel, viel mehr erfolgreichen Super Nintendo, der ja auch außerhalb Japans ein voller Erfolg war. Aber auf der Konsole finden sich auch Spiele wie Parodius, Gradius oder Street Fighter. Spiele von westlichen Entwicklern sucht man aber vergeblich. Es gibt zwar so Spiele wie Darkwing Duck, Tailspin oder Batman, aber diese drei Spiele sind von anderen japanischen Studios entwickelt und eben nicht von Capcom oder Konami. Deshalb schwankt die Qualität auch ein bisschen und die Batman, Darkwing Duck und Tailspin Spiele auf Nintendo oder Sega Konsolen sind da ein wenig besser. Aber es gibt auch absolute Geheimtipps, wie zum Beispiel Die Hard, was ich hier für mich entdeckt habe, richtig cool. Oder auch City Hunter. Kennt ihr City Hunter mit Jackie Chan noch? Auf der PC Engine gibt es ein Spiel dazu. Alles in allem sind so gut wie alle Genres auf der PC Engine vertreten. Es gibt einen Haufen Shoot'em'ups, wie gesagt. Es gibt Actionspiele, Plattformer, RPGs, Rennspiele und auch Kampfspiele, wobei Rennspiele und Kampfspiele definitiv in der Minderheit sind. Wenn ihr also auf Plattformer, Actionspiele oder auch das ein oder andere Rollenspiel steht, dann seid ihr hier genau richtig. Da die Konsole aber nur in Japan einen riesen Erfolg feierte, sind die allermeisten Spiele leider auf Japanisch, kommen also mit einer Sprachbarriere. Actionspiele und Jump'n'Runs sind natürlich auf Japanisch nicht allzu schlimm, aber leider kommen auch viele RPGs mit Sprachbarrieren daher. Es gibt auch sowas wie Ease auf dem TurboGrafx bzw. der PC Engine, aber dafür braucht ihr das CD-Add-on. Und das ist eben ein Nachteil des Turbo Everdrives. Damit könnt ihr nämlich nur die Hue-Card-Spiele spielen, also Hue-Card-ROMs. Wenn ihr CD-basierte PC Engine-Spiele spielen wollt, dann müsst ihr euch die CDs kaufen oder auf eine andere Lösung wie das Terra Union SD System 3 ausweichen. Das Turbo Everdrive von Krix unterstützt leider nur die ROM-basierten Spiele. Wenn man sich aber die Preise der Hue Cards anschaut, dann ist das Turbo Everdrive definitiv eine sinnvolle Alternative, wenn man die PC Engine Spiele weiterhin auf Original Hardware spielen will. Man kann das Ganze natürlich emulieren und das ist definitiv die günstigere Variante, aber das Turbo Everdrive wie alle anderen Everdrive Module sind für die Hardcore Gamer da, die ihre Spiele weiterhin auf Original Hardware spielen wollen und zudem, so wie ich zum Beispiel, ihre Sammlung schonen wollen. Wenn euch das Spielen auf Original Hardware nicht juckt, dann braucht ihr so ein Turbo Everdrive natürlich nicht kaufen. Alle anderen, die ihre Spiele gerne auf Original Hardware spielen und eben nicht emulieren wollen, kommen an dem Turbo Everdrive nicht vorbei.
Ihr seht also, trotz des Alters, das Turbo Evo 3 fürs eines der älteren Module in Kriegs Sortiment erfüllt es definitiv seinen Zweck. Ihr könnt Hue-Card-Spiele ganz bequem von Original-Hardware spielen, damit macht das Turbo Evo 3 genau das, was es soll. Ist es seinen Preis wert? Definitiv. Wenn ihr nicht unbedingt wahnsinnig viel Geld für original Hue-Card Spiele ausgeben wollt, dann ist das Turbo Evo 3 genau für euch. Schade ist, dass man aus einem laufenden Spiel nicht per Button-Kombination zurück ins Evo 3 Menü gehen kann. Man muss hier den Knopf drücken. Das ist aber das einzige Manko, das ich tatsächlich an diesem Modul gefunden habe. Das i-Tüppelchen wäre natürlich gewesen, wenn es möglich gewesen wäre, auch CD-basierte PC Engine Spiele damit zu spielen. Aber das funktioniert mit diesem betuchten Turbo Evo 3 leider nicht. Wer weiß, was Krix für uns da in Zukunft parat hat. Andere Konkurrenten wie Terra Union machen das ja vor. Das war's aber von mir zur PC Engine und dem Turbo Evo 3. Ich bedanke mich bei Krix für die Bereitstellung des Testmusters und hoffe, dass ich euch mit diesem Video einmal das Turbo Evo 3 und auch das PC Engine ein bisschen näher gebracht habe. Für mich, in meinen Augen, ist das eine Wahnsinnskonsole und sollte von jedem zumindest einmal angespielt werden. Ob jetzt per Original-Hardware, per Emulation oder auf der Wii, wenn ihr noch die Möglichkeit habt. Ich bin jetzt aber erstmal raus, würde mich auf eure Erfahrungen und Erinnerungen zur PC Engine freuen. Habt ihr von der Konsole damals mitbekommen oder hört ihr zum ersten Mal davon? Würde mich interessieren, schreibt es in die Kommentare. Einen Link zum Turbo Evo 3 gibt es in der Videobeschreibung. Ich bin jetzt erstmal weg, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Adios, tschüss, euer Andi.